Nach 1974 und 2006 haben wir jetzt dieses Jahr die dritte große Caspar David Friedrich Retrospektive unter dem Titel Caspar David Friedrich, Kunst für eine neue Zeit. Und wir schauen unter einem ganz themenspezifischen Gesichtspunkt auf das Werk von Friedrich. Fällt er in die Zeit der Romantik, die Zeit großer Umwälzungen und Veränderungen, gerade auch politischer Art. Und da ist Friedrich einfach eine ganz zentrale Gestalt, ganz zentrale Figur, was die Landschaftsmalerei der Zeit anbetrifft. Und unser besonderer Fokus in dieser Ausstellung ist das Mensch-Natur-Verhältnis, was sich in der Zeit nach 1800 ganz neu modelliert. Wenn uns das Verhältnis von Mensch und Natur in den Bildern Caspar David Friedrichs heute immer noch sehr beschäftigt, dann hat es auch viel damit zu tun, weil sie uns eigentlich immer zweierlei bieten. Wir haben einerseits Natur ganz präzise gezeigt, auch mit all ihren atmosphärischen Effekten. Und andererseits sind diese Landschaften immer hochgradig komponiert. Wir kennen unzählige Zeichnungen von ihm, in denen er sehr exakt die Natur in der jeweiligen Situation aus der jeweiligen Perspektive wiedergibt. Und er benutzt sie dann in seinen Gemälden. Allerdings gibt er dann die Natur auf eine ganz andere Art und Weise wieder. Die Naturstudie wird exakt übernommen, aber in einen ganz neuen Zusammenhang eingefügt, wie man unter anderem an dem mittleren Felsgestein im Watzmann sehen kann, das nämlich aus dem Harz kommt. Das heißt, Friedrichs Landschaften lassen uns eigentlich, wie ich schon sagte, immer zweierlei sehen, nämlich die Natur, aber auch eben das gestaltete Bild, das menschliche Artefakt. Und wir möchten eine Doppelperspektive an unser Publikum bringen. Das ist einerseits der Blick auf Caspar David Friedrich, auf das Mensch-Natur-Verhältnis, was sich im frühen 19. Jahrhundert ganz entscheidend transformiert. Und da kommt natürlich diesen berühmten Rückenfiguren von Caspar David Friedrich eine ganz besondere Bedeutung zu. Damit ist eigentlich etwas ausgesagt, was auf den ersten Blick vielleicht etwas banal anmutet, was aber in der Zeit völlig neu war. Dass ein Künstler eine Figur zeigt im Bild, die einfach nur dasteht und schaut. Und da wird eben auch deutlich dieses ganze Spannungsverhältnis zwischen Natur und Subjekt. Ich begebe mich in die Natur, um dort etwas zu erleben. Was auch dazu führt, dass wir uns heute auch immer noch mit dieser Figur verbinden, mit dieser Figur identifizieren können. Und gerade auch im Zeitalter der sozialen Medien ploppt da immer mehr auf. Und dieses Motiv ist momentan wirklich omnipräsent. Und dann haben wir als zweiten Teil den Blick in die Gegenwart. Da schauen wir quasi über Friedrichs Schulter in unsere Zeit. In Zeiten des Klimawandels transformieren sich die Dinge. Bestimmte Prozesse lassen sich nicht mehr stoppen. Das hat eine Virulenz, das hat eine Dringlichkeit. Und darauf wird verschiedentlich künstlerisch reagiert. Wir haben ein breites Panorama an Positionen, Gemälden, Zeichnungen, Installationen, Videoarbeiten, die auf dieses veränderte Naturbewusstsein in dieser Krisenzeit Bezug nehmen und gleichzeitig aber auch den Friedrich nutzen, den Friedrich mit reinholen und ihn eben auch rezipieren. Das ganze Konzept der Erhabenheit der Landschaft, der politischen Kundierung der Landschaft ist sehr, sehr gut zu sehen. Mit wem verbindet sich die Erhabenheit der Landschaft, die dargestellt ist, und welche Wertvorstellungen werden transportiert? Und genau das zeigt Cain de Wiley. Er setzt sich kritisch mit dem Kanon der Kunstgeschichte auseinander, der vornehmlich weiß geprägt ist. Das ist sowohl in seiner Videoarbeit zu sehen, als auch in seinen Adaptionen. Er wirft natürlich mit seiner Neubesetzung sozusagen einen postkolonialen Blick auf das Werk Friedrichs, aber auch die Epoche insgesamt. In seinen Adaptionen von zwei Hauptwerken ersetzt er die bürgerlichen Figuren Friedrichs, sowohl in Kreidefelsen als auch beim Wanderer, durch schwarze Personen, die er tatsächlich durch Streetcastings gefunden hat und ihre Namen auch mit in den Titel mit aufnimmt, verschafft er schwarzen Personen dadurch einen kraftvollen Auftritt, der ihnen in der Kunstgeschichte so verwehrt blieb. Da sind diverse medienübergreifende künstlerische Positionen zusammengebracht, die eben unser heutiges Naturbild spiegeln und reflektieren, was sich ganz, ganz anderen Problemen gegenüber sieht. Und gleichzeitig schauen sie auch zurück auf Caspar David Friedrich, der mit seinen Werken immer wieder auch in diesen Arbeiten aufleuchtet und präsent sein wird. Diese Doppelperspektive macht dieses Projekt, glaube ich, zu einem, was wirklich verschiedentlich auch unser heutiges Publikum dann eben auch mitreißen und mitnehmen kann.